Worte vorab zur Einstimmung. Von irgendeinem Standpunkt kann man sagen, dass die Entwicklungsgeschichte der Menschheit nicht unwesentlich eine Entwicklungsgeschichte der Werkzeuge und Techniken ist. Zum Beispiel, irgendjemand hat irgendwann mal entdeckt, dass Gebäude eine unvergleichlich höhere Stabilität bekommen, wenn man diese Stahl- und Betonkombination bauweise anwendet, dass man also Stahlstreben in Beton eingießt. Das hatte man vorher nicht gekannt und nicht gemacht. Seit man das weiß und tut, kann man viel höhere Höhen erreichen, zum Beispiel. Also diese Technik brachte uns praktisch in eine neue Dimension. Dinge waren jetzt möglich, die vorher nicht möglich waren. Das Gleiche gilt für die Erfindung des Aufzugs. Ja, seit man diese Technik, dieses Werkzeug entwickelt hat, waren Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Und die Netzplantechnik ist auch ein solches Werkzeug. Wenn Sie die Netzplantechnik aus dem Spiel wieder rausnehmen, haben wir keine Fußballweltmeisterschaft 2014, keine Olympischen Spiele, ja, und viele, viele andere große Ereignisse, komplexe Projekte können wir nicht mehr machen, weil uns dieses Instrument fehlt. Also, der Grundgedanke der Netzplantechnik ist die Zeitplanung komplexer Projekte. Zeitplanung komplexer Projekte. Beispiele, ja, ich habe gerade schon zwei genannt, ne? Großprojekte wie Olympiaden, Weltmeisterschaften, egal welcher Art. Ja, ist ja nicht nur Fußball, wo es Weltmeisterschaften gibt. Um noch ein betriebswirtschaftliches Beispiel zu nennen, Markteinführung eines neuen Produktes. All das sind Beispiele für die Anwendung der Netzplantechnik.